Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Ich begrüße Sie recht herzlich hier wieder auf meiner Welle. Die Welle von Pelle ist mir gestern zum ersten Mal eingefallen, weil mein Spitzname ist ja Pelle, Pellegrini. Und ja, Radio Soul ist der Sender mit der Sonne und mit den sonnigen und wunderbaren Themen, die uns, ja, die uns interessieren, die uns bewegen, die uns in die Freude bringen sollen und auch in die Selbstverantwortung. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema, nämlich das Spiel des Lebens aus geistiger Sicht, und dazu darf ich heute begrüßen Sabine Machtinger live im Sendestudio. Hallo Sabine! Ja, hallo, servus Gerhard, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, hier zu sprechen. Ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist gar nicht so weit weg und zu Hause, also bist gar nicht so weit gefahren. Und heute bei mir live im Sendestudio, und du bist selbst ein spirituelles Medium und Time-Waver-Therapeutin, und wir wollen heute wissen, was ist denn das? Was machst du da genau? Und dich auch etwas kennenlernen. Was ist Spiritualität? All diese Fragen werden wir heute so vielleicht von dir beantwortet bekommen. Sehr gerne. Sehr gerne, genau. Ja, wie hat es bei dir begonnen? Warum hast du dich für Spiritualität interessiert? Ja, schon sehr früh. Ich habe natürlich Erfahrungen des Lebens gemacht, die nicht so schön waren, und war auf der Suche, mir das alles zu erklären und einfach aus diesem Leid rauszukommen, und habe dann schon sehr früh die Möglichkeit gehabt, mit 23 Ausbildungen zu beginnen, und das war der Start für meine Entwicklung. Und ich bin einfach immer weitergegangen, gewachsen, war eigentlich ziemlich weltweit unterwegs und habe Ausbildungen gemacht und wollte einfach mehr wissen, warum es ist, wie es ist. Okay, also am eigenen Leib erfahren und einen Ausweg gefunden und einen, ja, wirklich auch gefunden, nicht nur gesucht. Genau. Heute bin ich dankbar für meine Erfahrungen, denn diese Erfahrungen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und es ist vorbei. Da wäre schon die richtige Frage, die ich da hätte, nämlich: Warum ist Spiritualität interessant und wichtig für die Menschen? Ja, das ist ganz einfach, weil jeder Mensch ein geistiges, göttliches, einen Wesenkern hat. Wir sind alle Seele, und es ist doch wunderbar zu erfahren, wer wir in Wahrheit sind. Auf der dritten Dimension, wir sind Menschen, haben ein Ego, einen fantastischen Körper, eine großartige Personality, aber wir haben viel mehr Fähigkeiten, und unser Bewusstsein ist auch noch in anderen Dimensionen. Was ist mit den Menschen, die sagen, okay, lass mich in Ruhe mit der Spiritualität, das interessiert mich nicht? Das ist alles ganz normal, denn jeder einzelne Mensch hat seinen eigenen Seelenauftrag, und für manche Menschen ist das nicht relevant. Für die zählen einfach andere Dinge, und die machen wunderbare Erfahrungen, nur normal in der dritten Dimension, und sind da auch glücklich und zufrieden. Stichwort dritte Dimension, also es gibt offensichtlich auch mehr Dimensionen. Mhm. Und wir werden heute von dir auch erfahren, wie du deine Hellsinne entwickelt hast, die du auch hast, und die in welcher Dimension wir uns denn dabei bewegen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal aber zuerst Musik. Ich habe dir Michael Jackson jetzt hier auf den virtuellen Plattenteller gelegt mit Heal the World. Passt eigentlich ganz gut, oder? Wunderbar, großartig. Was sagst du zum Thema Heilung generell? Ja, das ist das, wofür wir hier sind, um wieder heil und ganz zu werden. Und da wir ja alle trotzdem verbunden sind, sind wir alle ein großartiges Energiebündel, das durch die Liebe verwoben und verbunden ist. About the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place. There
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing.
Jackson hier auf Radio Soul, ja, Heal the World, die Wunschplatte und man könnte sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Wunsch von meiner heutigen Studiogästin Sabine Machtinger. Sabine, hallo. Super ausgesucht. Ja, wunderschön. Wir reden heute über das Spiel des Lebens aus geistiger Sicht. Wir haben schon etwas reingeblickt. Warum ist es sinnvoll, sich die geistige spirituelle Ebene auch im Leben anzuschauen, vielleicht sogar zu integrieren? Ja, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, mir geht es eigentlich eh gut, ich brauche das alles nicht. Aber im Prinzip kann jeder noch seine Potenziale weiter entfalten, oder? Es geht ja auch oft ein Inneres, eine Unruhe, man ist ständig auf der Suche nach irgendwas und man sagt, irgendwas fehlt noch, es könnte noch mehr gehen oder so. Mhm. Ich glaube, das sind auch die richtigen Menschen und die gern zu dir kommen. Mhm. Es geht noch mehr. Ich habe einen anderen Zugang. Es geht bei Entwicklung immer darum, dass wir in Wahrheit vollkommen sind und wir entfernen und lösen die Blockaden. Das, was uns hindert, wir selbst zu sein und um in unsere hohe Lichtfrequenz hineinzukommen. Wir lösen belastende Dinge, belastende Erfahrungen oder karmische Geschichten. Ja? Wir lassen das los und werden zu dem, was wir in Wahrheit sind. Deshalb macht es Sinn, sich den geistigen Dingen ein bisschen zu widmen. Ja? Du hast es gemacht und es hat dir auch in deiner eigenen Lebenserfahrung sehr viel geholfen. Du kannst dieses Wissen jetzt weitertragen. Du hast auch deine Hellsinne entwickelt. Mhm. Wir haben vorhin davon kurz gesprochen. Mhm. Was bedeutet das? Hellsinne, das sind unsere menschlichen Urtalente und Fähigkeiten, die jeder Mensch hat. Jedoch liegt es daran, in welchem Schwingungsfeld wir uns momentan befinden, um diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenn ich ein noch niederes Frequenzfeld habe, meine Aura, meine Energien, wenn mich Sorgen und Ängste plagen, wenn meine Frequenz noch sehr in der Bewertung verstrickt ist, dann schwingt mein Feld nicht so hoch und ich kann natürlich nicht höhere Energien wahrnehmen. Und deshalb ist es so wichtig, einmal mit Heilung zu beginnen, mit allem heil zu werden, die Vergangenheit loszulassen und in den Frieden zu kommen. Hellsinne entwickeln, kann das jeder also? Ja, können tut das jeder. Das sind unsere Werkzeuge hier in der dritten Dimension, dass wir uns orientieren und zurechtkommen. Denn die geistige Ebene existiert tatsächlich, das gibt es, das ist alles da. Und es ist so wunderbar, wenn wir das entweder erfühlen, übers Hellwissen, übers Hellsehen oder Hellhören, Schmecken, Fühlen einfach erfahren kann, dass alles gut ist. Ja? Und wir hier einfach Erfahrungen machen und lernen und wachsen und auch viel Zeit haben, um glücklich zu sein. Ja. Also wir sehen schon, du hast auch vorhin selber gesagt mit eigenen Worten, der Mensch ist auch ein geistig-seelisches Wesen und ja, wir sind mit dieser Seele hier in dieser Welt und haben auch einen materiellen Körper. Manche Menschen haben ja körperliche Krankheiten, wie hängt das zusammen? Mhm. Hat das was, kann man da eben auch etwas tun, wenn man in die geistige oder seelische Ebene oder Dimension schaut, dass man sich da besser oder schneller gesunder werden kann? Unbedingt. Schulmedizin ist sehr wichtig, jedoch ist oft ein Symptom, ich beschreibe es gern wie der Eisberg, ein Symptom ist sichtbar zu sehen und außerhalb und groß. Aber die Ursache, warum sich ein Symptom entwickelt hat, gebildet hat, ist oft sehr versteckt und oft nicht so greifbar wie eben der Eisberg unter Wasser. Mhm. Und in dem Moment, wo man die Ursachen auflöst, kann sich der Zustand dann ganz leicht wieder harmonisieren. Ja? Mhm. Also da ist es sehr wichtig, auch die Ursachen zu finden, warum sich Symptome oder Zustände einfach bilden. Und diese Frequenzen sind veränderbar. Genau, wir werden auch heute noch erfahren, wie du das machst, wie du da hilfst dabei. Jetzt kommt schon der nächste Song. Du hast gesagt, Max Mutzke, der gefällt dir gut. Den werden wir spielen, oder? Ja, danke. Genau. Das ist die Talk and Music Show hier auf Radio Soul. Gute Themen und gute Musik. Hier kommt jetzt Can't Wait Until Tonight.
wanna talk about the way I am. I only try to make you understand that my affection is so really true. My heart has started thumping since I met you. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, baby, for being with you. Do 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 do. Just can't wait it. Do 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 do. Just can't wait it. Do 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 do. For being with you. First time I saw you, it just knocked me down. The way you smile has turned my life around. Never thought that you could catch me, so I get my head together and I want you to know. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, my lady, for being with you. So soll Musik sein. Super ausgesucht, Sophie. Ich liebe diese souligen Nummern. Das ist genau meins. Sehr schön. Ja, ja. Ja, das heutige Thema heute, ja, das Spiel des Lebens aus geistiger Sicht. Die Spiele des Lebens. Wir haben so alle unsere Spielchen und Spiele. Warum hast du eigentlich das so gewählt, den Titel Spiel des Lebens? Weil ich mir wünsche, dass alles spielerischer geht. Die Menschen sind so verstrickt in ihren Ängsten, in ihren Sorgen. Und wenn wir es leichter nehmen würden und etwas mehr Vertrauen haben, dass sowieso alles gut wird, dann könnten wir spielerischer mehr Freude in unserem Leben haben. Und wenn wir uns alle mehr freuen, dann geht die Frequenz in die Höhe und es geht allen besser, weil sich dann etwas verändert und immer mehr lichtvollere Energie einfach da ist. Was ist mit den Leuten, die sagen, naja, ich hätte keine Ängste, aber da rundherum, da ist dieses Krisengebiet und da ist diese, Sorge, Energie, Geldkrisen und so weiter. Ja, dann ist es so, so, so wichtig, dass jeder Einzelne, es reicht, wenn du Verantwortung für dich übernimmst. Wenn du aufstehst in der Früh, dann entscheide dich, heute deine beste Matrix, deinen besten Tag zu erfahren und zu wählen. Ja? Wenn du Verantwortung für dich übernimmst und hochschwingst, ja, dann ist das schon anstrengend genug, ja, und dann hast du keine Zeit, dir um irgendwelche anderen Geschichten Sorgen zu machen, sondern ins Vertrauen gehen und wir halten die Frequenz und dadurch wird sich sehr viel verändern. Du hast da jetzt was Spannendes gesagt, also eine Absicht
erklären, eine Absichtserklärung zu machen, eine Intention zu setzen, ganz bewusst. Mhm. Und das ist schon der erste Schritt, auf einer geistigen Ebene etwas zu starten. Ganz einfach. Wir sind Schöpferwesen, wir erschaffen permanent unsere Realität im Außen. Und ich sage, ich wähle einen Gefühlszustand, ich wähle eine Erfahrung zu machen. Unser Mentalkörper, unser denkendes Ich möchte immer Erklärungen haben, warum und wieso und weshalb. Jedoch ist es nicht so zielführend. Es reicht zu sagen, ich lösche alte Strukturen und ich wähle jetzt in dem Moment zum Beispiel Frieden zu erfahren oder Spaß zu haben oder glücklich zu sein. Ich wähle. Also wenn jetzt mich gerade im Straßenverkehr mich einer schneidet, und da muss ich mich ja ärgern, oder? Vielleicht aus einem Reflex heraus, jedoch ist schade um die Energie. Also auch da können wir wählen. Und da bedankst du dich, dass nicht mehr passiert ist und sagst, okay. Oder vielleicht ist es die Wirkung einer von dir gesetzten Ursache, dass du jemanden geschnitten hast. Also, okay, das war dann der Ausgleich, der karmische. Ja, genau. Also ändert es nichts. Okay, aber auch in Situationen, wollte das ein bisschen jetzt auf den Punkt bringen, nämlich auch wenn etwas auf mich zukommt, wo man normalerweise sagt, ja, da muss ich mich ja ärgern oder da muss ich mich schlecht fühlen, auch hier kann man wählen und ganz bewusst sogar in diesen schwierigen Situationen, wenn man hier doch die Wahl trifft, die Freude zu wählen oder zu schauen, was bringt mir die Situation oder hat es etwas Gutes in sich, wo ist es, wie finde ich das, dann habe ich schon sehr viel geschafft. Und ja, na, wichtig ist auch, dass ich ein bisschen meine Vergangenheit loslasse und im Jetzt bin, weil meistens ist es so, dass wir unbewusst oder auch bewusst unsere vergangenen Erfahrungen, momentanen Situationen überstülpen und deshalb ist eine oft unangenehme oder unangebrachte Reaktion da, wobei das ja immer noch die früheren Erfahrungen oft widerspiegelt. Also immer achtsam sein, dass ihr in euren Körper seid, also wirklich euch fühlen und im Hier und Jetzt sein. Dann ist es viel einfacher, dass ich objektiv umgehe mit einer Situation und nicht einfach darauf reagiere. Mhm. Sehr schön, also aktiv sein. Ja, du hast den Time Waver, also wenn man zu dir kommt und sagt, ich würde gern etwas machen, ich habe eine körperliche Krankheit, ich habe Sorgen, es kommen sehr viele Mütter mit Kindern zum Beispiel zu dir. Mit welchen Themen kommen die und wie kannst du da helfen mit deinem Angebot, mit dem Time Waver? Also der Time Waver ist ein sensationelles Gerät. Ja. Der Time Waver ist ein Bioresonanzgerät auf quantenphysikalischer Basis. Das klingt sehr verwirrend, ist ganz einfach erklärt. Der Time Waver analysiert übers Informationsfeld entweder einen Körper oder eine Situation. Und im Hintergrund habe ich 4 Millionen Frequenzen, die ich dann in das Feld schicke und die ursprüngliche Situation einfach umschreibe oder umprogrammiere. Das heißt, die Veränderung geschieht, der Klient bekommt jede halbe Stunde, jede Stunde Frequenzen ins Feld, um eben Symptome aufzulösen. Ja, das ist die Time Waver Therapie. Oder ich arbeite mit Menschen spirituell, energetisch, dass wir einfach schauen, welche Energien sind im Feld, die einfach das gewünschte Ergebnis verhindern oder Schwierigkeiten machen, und das löscht man dann aus dem Feld. Oder ich arbeite mit Lichtwesen, ich arbeite mit geistigen Ebenen, die unterstützen dann und verändern die physische Struktur oder die Aura oder den Emotionalkörper oder was gerade das Problem ist. Ja? Da werden wir noch einmal ins Detail gehen nach dem nächsten Lied. Wir haben jetzt wieder ein Lied herausgepackt mit einem Thema, das eigentlich am meisten besungen wurde auf diesem Planeten, nämlich das Thema der Liebe. I want to know what love is. Take a little time
to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Your Sun, Get Your Show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Yeah, the greatest show. Heute gehört Sabine Machtinger. Sie ist heute bei mir live im Sendestudio.
Sie ist ein spirituelles Medium und Time-Waver-Therapeutin und unser Thema heute, das Spiel des Lebens aus geistiger Sicht. Ja, das Spiel des Lebens, es sind nicht nur Leute und Klienten bei dir, die körperliche oder psychische, seelische Krankheiten haben oder Unbefindlichkeiten, sondern es gibt auch Menschen und die kommen auch immer wieder zu dir, die einfach nur Fragen haben. Wo stehe ich in meinem Leben, in meinem Lebensplan? Gibt es einen Lebensplan für mich? Was sind meine Talente? Das sind ja auch Fragen, die dir kein Arzt beantworten kann. Ja, genau, das ist die spannendste Sache. Wofür bin ich hier? Was erfüllt mich? Wo sind meine Talente? Was kann ich? Was ist meine Aufgabe? Denn wenn ich das weiß, dann ist die Motivation und die Fähigkeit, Glück zu spüren, umso größer. Das macht doch alles Sinn, wenn wir unseren Beitrag dann leisten und unser Platzerl gefunden haben mit den Dingen, die uns erfüllen. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt gerade in der Zwischenzeit auch deine Webseite aufgemacht. Mhm. Für Sie, meine Damen und Herren, schauen Sie gleich auch auf die Webseite sabine-machtinger.at und da sieht man eigentlich eh schon alles, was du tust. Institut für Energiearbeit, mediale Arbeit, Timewaver, Meditation, Events hast du. Und ja, wir sind jetzt so fast am Ende der Sendung. Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch anbringen, haben wir an alles gedacht? Oder eine besondere Erfahrung oder etwas, was du erlebt hast? Ich möchte, was mir ein Anliegen ist, dass die Menschen einfach viel mehr Freude und Spaß haben im Leben und nicht ihre Energie auf das lenken, was ihnen Sorge bereitet, sondern auf das, was sie tatsächlich haben wollen. Weil dann gehen sie sofort in die Resonanz, dann wird das Energiefeld umgebaut und sie erreichen ihre Wünsche. Also immer sagen und denken, was sie haben wollen und nicht das, wovor man sich fürchtet und was einem Sorge bereitet. Da fällt mir gerade ein, also manche, ich möchte es mal so formulieren, wir wissen ja so nicht im Detail unseren Seelenplan, wobei wir ja heute gehört haben, man kann da schon einiges in Erfahrung bringen. Und ja, und oft ist man sich nicht sicher, naja, darf ich mir das wünschen? Ist das eigentlich das Richtige? Aber ich glaube, einen Wunsch zu haben, der vom Herzen kommt, das ist doch immer ein wunderschöner Kompass oder eine Ausrichtung, ein Diese Ziel. Wünsche. Da sollte man drauf hören. Ja, diese Wünsche kommen doch von unserem höheren Selbst, von der Seele. Alles, wo wir Verlangen haben, darauf wäre unser Leben ausgerichtet, auch das zu erfahren. Wenn man natürlich die entsprechenden Blockaden löst und sich auch wert empfindet. Ja? Mhm. Das ist da, um es auch zu erleben. Schön. Also unsere Wunschvorstellungen haben Platz in all diesem, in diesem Spiel des Lebens, das wir ja alle auf unsere eigene Art und Weise meistern wollen. Und ja, vielleicht ist der eine ein Torwart, der andere ein Stürmer und man kann das rausfinden. Der andere ein Verteidiger. Ein Verteidiger, genau. Was bist du? Schiedsrichter. Okay, fast. Ich mache die Hintergrundmusik. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das war unser Interview heute mit Sabine Machtinger. Schön, dass du heute bei uns warst. Wir wollen heute noch sagen, wenn man mit dir in Verbindung kommen möchte, wie macht man das am besten? Das wollen wir abschließend noch überbringen. Entweder anrufen, ein E-Mail schreiben. Ich habe eine Praxis in Kottingbrunn, eine in Leupersbach bei den Kirchen, aber ich mache das meiste telefonisch oder über Zoom-Calls. Alles ganz einfach möglich, egal wo Sie zu Hause sind. Das ist natürlich praktisch. Wir haben ja Radio Soul hier mit einem Sendegebiet über ganz Österreich. Also auch wenn ich jetzt in Vorarlberg wohne, kann ich dich einfach anrufen oder ein Video-Meeting ausmachen. Ja, und genau. Du kannst sehr wohl auch über diese Art und Weise helfen, über Distanzen. Ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit, kennt keine Grenzen. Super. Ja, dann noch einmal die Webseite und auch die E-Mail-Adresse. office@sabine-machtinger.at ist die E-Mail-Adresse und die Webseite natürlich www.sabine-machtinger.at und wir werden schwungvoll diese Sendung, diese Sitzung hier beenden mit dem Song Sway. Das ist eine Überraschung jetzt von meiner Seite an dich. Einfach viel Spaß haben im Leben, oder? Ja, genau. Ich sage herzlichen Dank. War eine großartige Erfahrung. Dankeschön. Danke, Gerd. Ciao.
and marimba rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Like a flower bending in the breeze, bend with me, swear with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, swear with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. All-in-one solution for entertainment. Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft.